was der Heilige Geist aus den Menschen meiner Gemeinde formt, eine Ansammlung von zerbrochenen, humpelnden, verkrüppelten, sexuell und geistlich missbrauchten, emotional unstabilen, passiven, aggressiven, neurotischen Männern und Frauen. Da gibt es Männer um die 50, die schon dutzende Male auf die Nase gefallen sind und ahnen, dass sie es nie wirklich schaffen werden. Frauen, die in ihrer Ehe übergangen, verachtet, missbraucht wurden und dennoch versuchen, treu zu bleiben. Menschen, die mit süchtigen Kindern oder Ehepartnern leben. Aussätzige, Blinde und Taube und notorische Sünder. Gleichzeitig gibt es ein paar Neubekehrte voller Energie und Eifer und eine Handvoll gealterter Heiliger, die wissen, wie man betet, zuhört und durchhält. Und eine große Zahl von auf Distanz bleibenden Leuten, die einfach hier und da mal auftauchen. Da habe ich sie also vor mir, die Heißen und die Kalten und die Lauwarmen. Christen, halbherzige Christen, beinahe Christen. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, sie mir auszusuchen. Aber jede Gemeinde verdient es, dass man einen langen, liebenvollen Blick auf sie wirft. Man braucht Zeit dafür. Aber wenn wir es tun, merken wir auf einmal, dass dies tatsächlich die Kirche ist, die vom Heiligen Geist geformte Gemeinschaft. In seinen Briefen nennt Paulus die Christen Heilige. Jeder weiß, dass das im herkömmlichen Sinn nicht stimmt. Es gibt so gut wie keine wirklich guten Christen. Und dennoch bezeichnet uns Paulus als Heilige. Es ist also vergeblich, nach einer Gemeinde zu suchen, die ein besseres Bild abgibt. Das war nie anders. Und doch scheint Gott geradezu versessen darauf, seine Beziehung zu diesen Allerschlimmsten aufrechterhalten zu wollen. Ich kann mir immer weniger einen Gott vorstellen, der seine Zeit damit verbringt, die Besten aus dieser Welt auszusortieren, um aus ihnen keimfreie Heilige zu machen, mit denen er dann eine utopisch ideale Glaubensgemeinschaft bildet. Die Kirche ist voll Sünde und in vielerlei Hinsicht unzulänglich. Jahrhundertelang hat sie sich ohne Skrupel mit Geschäftemachern ins Bett gelegt, mit Armeen verbündet und die Großen der Weltpolitik hofiert. Dennoch hat sich an einem nichts geändert. Noch immer wirkt Gott inmitten dieses Gedärms dieser Kirche, inmitten der Menschen, die ihn dort anbeten. Hier tut er sein Werk. Und manchmal wird er erneut genau hier gekreuzigt. Es ist diese Kirche, von der Jesus gesagt hat, dass er sie bauen will und dass die Hölle sie niemals überwinden wird. So schreibt es und schildert es mit sehr drastischen Worten, liebe Schwestern und Brüder, ein kanadischer Theologe. Warum, können Sie fragen, liest er uns jetzt heute Abend so etwas vor? Vielleicht haben Sie schon eine Brücke geschlagen zum Heiligen Jahr, mag sein, ich will das nicht verhindern. Aber warum an diesem Marienfeiertag ein solches Wort? Ich denke, es ist wichtig, dass wir es durchaus drastisch hören. Es geht ja schließlich auch um uns. Aber es ist immer dezent, wenn man ein schönes Zitat findet. Dann können wir uns ein bisschen dahinter verstecken. Das ist das Charmante, als wenn wir das direkt sozusagen von uns selber hier schildern. Ich tue das deshalb, weil damit ein Prinzip zur Anwendung kommt, das ein Theologe namens Josef Ratzinger ausgedrückt hat, wenn er sagt, alles, was später Mariologie sein wird, also Lehre über Maria, alles, was später Mariologie sein wird, ist zunächst als Ekklesiologie, also als Lehre über die Kirche gedacht worden, vorgebildet worden, so sagt er wörtlich. Wir gehen oft den umgekehrten Weg. Die Christenheit ist, wir können das im Neuen Testament mit Händen greifen, einen anderen Weg gegangen. Wenn Paulus im Epheserbrief, wir hätten eben in der zweiten Lesung weiterlesen müssen, seine Gemeinde in Ephesus, und die war auch nicht anders, als wir heute sind, oder die hier geschilderten Menschen, die dieser Theologe Petersen beschreibt,
als Sancti et Immaculati anspricht. Wenn er im Epheserbrief beschreibt oder im Kolosserbrief im ersten Kapitel, dass diese Kirche heilig und makellos sein soll für diesen Christus, dann ist das auch nicht Utopia, aber es ist recht so, von der Kirche zu denken. Und dennoch gibt es genau im gleichen Moment die andere Erfahrung, dass die Kirche, wie auch geschildert, voll Sünde ist. Die Kirche ist rein und makellos, ja. Aber zugleich erfahren ihre Glieder, erfahren wir, so erfahren es auch die frühen Christen, ihre Glaubensnot, ihr immer wieder in Sünde fallen. Nicht ausweglos, aber dennoch eine gewisse Resignation. Und sie beginnen zu fragen, gibt es denn nicht einen Ort, wo das Ursprüngliche bewahrt ist? Und sie finden vom Nachdenken über die Reinheit und Heiligkeit der Kirche, sie finden diesen Ort, sie finden ihn in Maria. Es muss ja diesen Ort geben, damit das, was Paulus schreibt, nicht irgendwie eine Ideologie ist, eine fixe Idee oder ein Abstraktum, dass die Kirche eben rein, heilig und makellos ist. Nein, es ist nicht unpersönlich, nicht irgendeine Idee, nicht irgendein Geschwätz, sondern es gibt diesen Ort, der den ursprünglichen Absichten Gottes entspricht. Weil sich dieser Ort ganz öffnet. Und als man das verstanden hat, beginnt die Heilige Schrift plötzlich aus sich heraus zu sprechen. Es quillt quasi aus jeder Pore der Psalmen hervor, was wir an diesem Tag feiern. Deshalb können wir in diesem alten Eingangslied aus der Barockzeit, das wir gesungen haben, sagen, sie ist eine schön gebaute Stadt. All meine Quellen entspringen in dir. Wie der Psalm 87 singt. Wir könnten viele Beispiele nennen. Es muss nicht das, was wir heute feiern, in direkter Schilderung in der Heiligen Schrift stehen, dass wir es feiern. Sondern es gilt das, was Josef Ratzinger gesagt und gedacht hat. Alles, was später Mariologie sein wird, ist zunächst als Ekklesiologie, als Lehre von der Kirche vorgebildet worden. Wenn wir dieser Sehnsucht der frühen Christen schon nachgehen in ihrer Selbstbeobachtung und in dem Geschenk, das von Gott kommt, das wir Gnade nennen. Wie sehr müssen wir heute, wenn wir wirklich realistisch beobachten, eine Sehnsucht entwickeln und das nicht nur in den kurzen Wochen des Advent, nach einem solchen Ort, nach einer solchen Erlösung, nach einem solchen Zuvorkommen Gottes, nach einer solchen zuvorkommenden Gnade Gottes. Wahrscheinlich werden das schon viele Generationen vor uns gedacht haben, aber wir müssen es auch denken, dass die Welt aus den Fugen geraten ist. Können wir wirklich sagen, dass das Christentum, dass das Evangelium irgendwo angekommen ist? Dass es Realität ist? Dass es umgesetzt und gelebt wird? Wo die Unzulänglichkeit auch in der Kirche zum Himmel schreit? Schauen wir die internationalen Beziehungen an. Schauen wir an, was sich erneut jeden Tag mit Schreckensmeldungen neu im Nahen Osten und im Mittleren Osten zusammenbraut. Kein Tag ohne neue Drohgebärden. Auch von Nationen, die sich durchaus christlich verstehen. Ist das Evangelium wirklich angekommen? Sind wir wirklich evangelisiert, dass wir diesen Namen tragen dürften? Wie sehr müssen wir die Sehnsucht der frühen Kirche aufnehmen nach diesem Ort, nach dieser Reinheit, nach der Unbeflecktheit, die auch unser Weg ist. Es ist unsere Aufgabe, das nachzuleben, was uns zuvor schon die Gnade Gottes geschenkt hat. Aber es gibt diesen Ort. Und deshalb tun Christen seit jeher gut daran, sie in den Blick zu nehmen, die unbefleckte Empfängnis, die Mutter der Barmherzigkeit, die allerreinste Jungfrau, wie wir sie nennen, mit tausenden von Namen und zu Recht nennen,
weil wir in diesen tausenden Namen diesen reinen Ort, den Gott sich selber bereitet hat, durchdeklinieren, ihn durchsprechen und durchbeten, ihn sehnsuchtsvoll herbeirufen als eine Hilfe und als großes Lebensbeispiel, als eine Lebens- und Glaubenshilfe, als Ausdruck unserer Sehnsucht in diesem Tal der Not und der Tränen und des Jammers. Vielleicht wird es uns geschenkt, dass das nun begonnene heilige Jahr uns tiefer hineinführt, an diesen Ort voll Sehnsucht zu rufen nach Reinheit, uns dieses Tor durchschreiten lässt, das immer geöffnet ist von Gott, das er in Maria geöffnet hat, damit Christus in diese Welt kommt.